Okay, komm, dann lass uns anfangen. Je früher wir anfangen, desto früher sind wir fertig. Ich grüße euch. Das hier ist schon das dritte AMA oder Ask Me Anything mit Professor Grust. Das bin ich. Hier viele Grüße aus dem Informatik 1 Headquarters. Wen ich wieder mitgebracht habe, ist hier, den könnt ihr nicht sehen, hinter dem Vorhang Chris, der mir dabei hilft, den Chat zu beobachten. Das würde ich alleine so nicht hinbekommen. Vielen Dank, Chris, dafür. Das heißt, wenn euch irgendwelche Dinge auf der Seele liegen oder auf den Nägeln brennen sozusagen und ihr die im Rahmen dieser Zoom-Session klären wollt, dann haut die Fragen einfach in den Chat rein und der Chris leitet mir dann hier weiter. Vielleicht können wir einige von denen ja beantworten. Okay, dann grüße ich euch erstmal. Was haben wir denn? Genau, das ist das dritte AMA schon sozusagen. Es ist natürlich das letzte in diesem Jahr. Ja, auch wir werden eine Weihnachtspause machen und so weiter. Wir legen damit dann wieder los. Ich sage das entsprechend mit der vierten Variante in 2021. Okay, was noch stattfindet, und zwar in dieser Woche, ist das Repetitorium, das ich einigen von euch, allen von euch, der oder die es gerne hören möchte, ans Herz lege. Das läuft am Mittwoch immer um 16 Uhr via Zoom. Im entsprechenden Info 1-Kalender finden sich die Hinweise dazu, wie ihr die Zoom-Session dazu eröffnen könnt. Ich denke, dass das an einigen Stellen schon ganz gut geholfen hat und so weiter. Und wir werden das auf jeden Fall bis zum Ende des Semesters durchziehen. Das ist eine klasse Sache geworden. Wir werden kein Repetitorium machen am Mittwoch, den 23.12. Das ist einfach unchristlich früh, nahe an Weihnachten dran. Da gibt es kein Repetitorium mehr. Also das letzte jetzt übermorgen um 16, nee, Quatsch, morgen, sorry, morgen am Mittwoch um 16 Uhr. Ihr seid alle herzlich dazu eingeladen, wer vorbeischauen möchte. Das nächste dann am 13. Januar wieder. Auch das ist ein Mittwoch. Da legen wir dann an der Stelle wieder los. Aber auch das werden wir alles im Kalender eintragen. Müsste sich alles eigentlich von alleine klären. Wenn ich den 13. Januar sage, dann fällt mir gerade ein, dass ich dieses Datum schon mal gesehen habe heute. Es ist nämlich das Abgabedatum für das Übungsblatt, das wir uns über Weihnachten irgendwie austeilen. Ja? Das ist kein normales Weihnachtsübungsblatt, wie es normalerweise in der Informatik 1 ausgeteilt wird. Ich weiß nicht, vielleicht einige mit älteren Kommilitonen gesprochen oder vielleicht die Studierenden, die Informatik 1 in irgendeiner Form schon mal gehört haben, dann haben sie vielleicht von dem sogenannten Weihnachtsübungsblatt erzählt, das vom Umfang her irgendwie so ein bisschen umfangreicher war, aber meist so eine interessante Aufgabe wie ein größeres Projekt, wie so ein Videogame, irgendein einfaches Game implementiert hat. Das wollen wir uns in diesem Semester auch gönnen, aber nicht über Weihnachten. Einfach weil das Semester später gestartet ist. Wir sind irgendwie 3 Wochen später unterwegs mit allem, weil wir einfach erst im November losgelegt haben. Damit wird auf jeden Fall so ein größeres, cooles Projekt laufen. Und abends, wenn ich zu Hause auf dem Sofa sitze, ja, dann hacke ich auch schon da drum sozusagen. Und ich glaube, 80% sind davon auch schon fertig. Aber wir werden das Ganze verschieben in den Januar, irgendwie in die zweite Januarhälfte, vielleicht gegen Ende Januar, wenn bestimmte Fähigkeiten, die ihr dazu irgendwie haben müsst, schon angesammelt wurden. Da geht es um Higher Order Functions und so weiter, Dinge, die wir klären werden in Chapter 8. Das muss auf jeden Fall gelaufen sein, bevor wir uns an die Stelle dran wagen, aber das fällt dieses Mal nicht aus. Das Weihnachtsübungsblatt ist also 0815 Übungsblatt, eines, das vom Umfang her nicht irgendwie umfangreicher, schwieriger, tiefer oder breiter ist als sonst. Das wird am 23.12. uns irgendwie hochgeladen. Das ist ein ganz normaler Mittwoch in dem Sinne. Ihr habt aber 3 Wochen oder mehr als 3 Wochen Zeit, um das ganze Ding zu bearbeiten. Das ist nämlich dann wieder der 13. Januar, den ich vorhin schon mal erwähnt habe. Das ist ein ganz normaler Mittwoch. App-Abgabe also nicht irgendwie am 6. Januar, sondern am 13. Januar. Es gibt plenty of time, an dem Ding irgendwie rumzuschrauben. Okay. Was ich noch sagen wollte, ist, ihr werdet sehen in der Ankündigung für das Übungsblatt 6, das morgen verteilt wird, dass da die Anzahl der Videos, die dazu zu schauen sind, etwas höher ist, als es normalerweise der Fall ist. Ja, das ist einfach der Sache geschuldet, dass wir sowohl über Listen als auch über Funktionen über Listen auf diesem Übungsblatt irgendwie arbeiten und sprechen müssen. Und darum müssen wir das entsprechende Wissen aus den Videos zusammensammeln. Bonus an der Stelle ist aber, dass wir für das Übungsblatt 7, das ist genau das, das am 23.12. ausgeteilt wird, genau zero, niente, null extra Videos zu schauen sind. Ja, alles, was man für die beiden Übungsblätter wissen muss, findet sich in den Videos, die wir jetzt schon irgendwie angekündigt haben, auch jetzt schon gepostet haben auf YouTube. Da kommt kein additional stuff kurz vor Weihnachten hinzu. Okay,
Und ich bin mit meiner Ansage hier fast fertig. Eine Sache wollte ich noch sagen. Genau, weil ich die Frage so oft bekommen habe, auch über die Tutoren weitergeleitet bekommen habe, dass ich die jetzt einmal hier in effizienter Art und Weise genau einmal beantworten möchte. Müssen wir Signaturen schreiben für Konstruktoren, Selektoren, Prädikate, wenn es um Define Record Procedures und damit um Records geht? Und die Antwort darauf ist, ihr sollt für alle Funktionen Signaturen hinterlassen in euren Files, die ihr schreibt. Für alle. Konstruktoren, Selektoren und diese Rekordprädikate, ja, das sind Funktionen, Anführungszeichen. Das System unterstützt euch bei euch, diese Funktionen zu konstruieren. Trotzdem, bitte für alle diese Funktionen Signaturen in euren Files hinterlassen. Damit ist die Sache ein für alle Mal geklärt. Ja, auch dafür Signaturen bitte anlegen. Okay, super, da kann ich ein dickes Checkmark hintermachen. Und dann sind die ganzen Dinge, die ich vorsingen wollte, ihr schon verbraucht. Und ich kann mich Chris Chat hier zuwenden und mal schauen, ob da was aufgelaufen ist. Zum Beispiel die Frage von Claudia. Lass mich kurz lesen. Wäre es möglich, das Repetitorium zu einem anderen Zeitpunkt zu machen? Das ist immer zeitgleich mit der Vorlesung Grundlagen der Medizininformatik, die mittwochs 15:30 bis 17:30 auf Zoom ist. Schwierige Klamotte, Claudia. Ich weiß nicht, wie viele Leute das von euch betrifft. Das betrifft die Medizininformatik. Das wird wahrscheinlich eine relativ vergleichsweise kleine Klientel sein. Ich habe da normalerweise überhaupt nichts dagegen. Wie ihr wisst, bin ich in dem Repetitorium überhaupt gar nicht beteiligt. Was wir machen können, ist eine Umfrage bei den entsprechenden Tutoren, auf deren Mithilfe das alles basiert, ob eine entsprechende Verschiebung möglich ist. Aber ich kann dir versprechen, wenn wir das Ding verschieben, nach vorne, nach hinten und so weiter, werden ohne Ende andere Kommilitonen aufjaulen und sagen: What, der Termin war super, wieso hast du das Ding verschoben? Also, so etwas zu verschieben ist tierisch mega schwierig und ich mache mal lieber an der Stelle keine Ansage und keine Garantien. Sorry. Wenn der Termin wirklich mega dämlich ist und da von euch ein großes Klientel an Studierenden betroffen ist, von dieser Kollision, dann bitte entsprechend sich melden, vielleicht auf anderem Weg, nicht in der Zoom-Session, sondern über Discord, über das Forum und so weiter, dann kriegen wir dadurch mit. Okay. Oh ja, eine gute Frage. Celina fragt: Hallo, ihr habt doch an den Reduktionsregeln gedreht. Ja, wir haben an den Reduktionsregeln gedreht, weil wir in euren Abgaben zu dem Übungsblatt 3 oder wie sowas gesehen haben, oder ich weiß nicht genau, zu dem Übungsblatt, auf dem ihr bisher Reduktionsregeln irgendwie bearbeitet habe, gesehen haben, dass echt Schwierigkeiten dabei bestanden, die Notation richtig anzuwenden und die Notation einfach zu viel Freiraum gelassen hat, wenn man irgendwie kein Training im ganzen Zeug hat und das habt ihr nicht. Ja, und ich habe euch das Training auch nicht gegeben. Ja, dass es einfach zu viel Freiheiten an der Stelle gibt, diese Notation irgendwie anzuwenden, korrekt, wirklich korrekt anzuwenden. Darum ist die Notation im Chapter 03 geändert worden. Mit diesem kleinen K-Suffixen oder Exponenten, die ich an die Klammern dran geschrieben habe, die Reihenfolge, in der Reduktionen auszuführen sind, ganz genau festschreiben, an dem man sogar erkennen kann, ob potenziell Parallelität vorherrscht und man sich irgendwie für eine Klammerpaar entscheiden kann. Aber normalerweise gibt es genau ein Klammerpaar, mit dem man als nächstes vorzufahren hat. Genau diese Notation bitte verwenden, Chilina. Ja, ich habe sogar im Chapter 03 die entsprechenden Slides ausgetauscht. Da findet sich die alte Notation gar nicht mehr. Das ist Geschichte sozusagen. Und ihr könnt die alten Folien, Ausdrucke ohne dieses K hinter den Klammern irgendwie in den, ich habe beinahe gesagt, den Neckar werfen, aber das ist, glaube ich, nicht politisch korrekt sozusagen. Also als Schmierzettel verwenden. Ja? Okay. Christa fragt: Wie kann man überprüfen, ob Bilder gleich sind? Ich habe die Equal-Funktion dazu versucht, ja? Aber nein. Man kann mit einer Equal-Funktion an der Stelle nicht so einfach, mit dieser Equal-Funktion nicht so einfach Bilder vergleichen. Bilder sind eigentlich gar nicht so einfach zu vergleichen. Es kommt auch darauf an, wie du Bilder vergleichen möchtest. Möchtest du wirklich, dass die Bilder Pixel für Pixel identisch sind? Jeder Bildpunkt an jeder Stelle muss genau gleich sein, mit der gleichen Farbe gezeichnet sein. Ja, das ist etwas, was man tatsächlich implementieren kann. Und die Techniken dazu sind versteckt im Material zu Chapter 07. Das ist zu den Funktionen, die über Listen agieren. Und ihr werdet in diesem Chapter 07
eine Diskussion, wir so eine Bluescreen-Technik finden. Und die Ideen, die wir benutzen, um diese Bluescreen-Technik an der Stelle zu implementieren, die könnte man benutzen, um eine Image-Equal-Funktion oder was zu implementieren. Ist das verlangt, zum Beispiel in Tests oder sowas? No, das haben wir schon öfter beantwortet in dieser Vorlesung. Er braucht keine Tests über Bilder zu schreiben, es sei denn, wir verlangen das von euch explizit. Und wir würden euch entsprechend Rezepte an die Hand geben, wie ein solcher Bildvergleich tatsächlich zu geschehen hat. Also, man kann es prinzipiell implementieren, ihr braucht es für die Übungsblätter nicht. Wenn Christa nur von ihrer Neugier getrieben wird, wie kann ich tatsächlich pixelweise Bilder miteinander vergleichen, dann ist das cool. Antwort darauf, Chapter 07, Bluescreen-Technik und auf die entsprechenden Funktionen, die da eingeführt werden, gucken. Das gibt die Antwort. Anja fragt, bezüglich for all, auf welcher Basis werden die Daten random generiert? Also sie werden auf jeden Fall, die Bindungen für die Identifier in for all werden tatsächlich zufällig generiert. Nicht ganz zufällig, wirklich, dass die entsprechende Routine, die diese Bindung für die Identifier herstellt, ist nicht so einfach. Wer wirklich hinter die ganzen Background-Details der Implementation von for all gucken will, dem kann ich nur empfehlen, in Google mal den Terminus Quick Check, alles ein Wort, Quick Check, yep, Quick Check, Quick Check einzugeben, okay, danach eine Google-Suche zu starten und dann werdet ihr Paper dazu finden, wie die Technik, die hinter for all steckt, tatsächlich implementiert ist. Es ist nicht ganz so einfach. Da werden nicht nur einfach beliebige Zufallszahlen generiert, sondern es werden Korrelationen, also Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Identifiern irgendwie beachtet und so weiter. Und die ganze Geschichte ist deutlich komplizierter, als ich sie hier an der Stelle ausbreiten möchte. Wie viele Durchläufe, da läuft es mir heiß den Rücken hinunter, weil ich nämlich versprochen habe, euch zu erklären, wie man einstellen kann, wie viele Durchläufe, wie viele verschiedene zufällige Werte von for all für die Identifier generiert werden. Dieses Versprechen habe ich noch nicht eingelöst, werde ich aber machen. Ich mache ein entsprechendes Forumsposting dazu, dann kann Anja und auch alle anderen nachlesen, wie man einstellen kann, wie viele verschiedene Werte for all generiert. Wieso ist die Generierung von Daten nicht für Records möglich? Die Antwort darauf ist, na klar ist das möglich, sozusagen, wenn ich für jede einzelne Komponente manuell, wie ihr das zurzeit machen könnt, irgendwie Werte generieren kann, dann könnt ihr das natürlich auch eine Implementation machen, die über die einzelnen Komponenten eurer Records und deren Signaturen Bescheid weiß. Und die Antwort darauf ist einfach nicht implementiert worden. Vielleicht auch aus pädagogischen Gründen, könnte ich mir denken. Ja, einfach die ganze Sache mal zu Fuß machen zu müssen, ist eigentlich ein gar nicht so schlechtes Training. Ja. Aber ich, I feel you, sozusagen so oft habe ich mir schon entsprechende Generatoren gewünscht, also Random-Generatoren, die mir Records erzeugen. Natürlich ist das theoretisch möglich, es ist einfach in Racket an der Stelle so noch nicht implementiert. Wird die Aufgabe zu den Reduktionsregeln auch in Racket-Dateien sein, fragt Alexander. Ich denke mal schon, weil Racket meckert bei mir bei den Exponenten, dass es den Text normalisieren soll. Passiert das auch, wenn du den entsprechenden Text in eine Kommentarkasten einbettest? Das wäre jetzt meine Nachfrage an Alexander. Ja. Ansonsten kann ich nur sagen, hey, kleinen Moment, ich schalte mal wieder meine Tastatur um. Irgendwie hat das damals letztes Mal nicht gepasst. Ja, jetzt passt es. Ja. Wer das hier nicht notieren kann, der notiert halt das da. Ja, vollkommen in Ordnung. Ja, das können wir lesen. Jeder weiß, was so ein Integer K, so eine 2 zum Beispiel dahinter an der Stelle bedeuten soll. Ja, man muss das irgendwie nicht so eingeben oder so. Völlig in Ordnung. Ja, genauso steht natürlich noch unsere Ansage, dass man die eckigen Klammern benutzen kann, um die ganze Notation zu machen. Die eckigen Klammern haben ja an der Stelle ansonsten keine Bedeutung in der ganzen Notation. Jeder weiß an der Stelle aus dem Kontext, was ihr mit den eckigen Klammern an der Stelle meint. Tum-ti-tum. Ja, vielleicht sind wir heute schon durch, ganz früh. Oder die Leitung zwischen mir und Chris klemmt.
Kommt nichts. Okay. Komm, dann warten wir noch eine Minute und dann. Bitte was? Da kam was gerade eben. Gerade eben kam was? Okay, dann ist ja immer so. Christa fragt, wie kann man Funktionen beim Match vergleichen? Also eine Funktion, die nicht mit Defined Record Procedures definiert wurde. Sie meint, glaube ich, Konstruktoren. Ja, also wie ein Match normalerweise aussieht, der sieht normalerweise so aus. Ja, ich benutze mal einen Konstruktor, den ihr vielleicht aus den Aufgaben kennt, die ihr zurzeit bearbeitet. Ja, und ja, komm, hier machen wir es mal so. Ja, und so könnte ich die zweite Komponente daraus operieren oder so. Das wäre so ein Match, wie wir irgendwie schreiben können. Und ich kann jetzt nur aus den Zeilen, die Christa gerade eben hier übermittelt hat, denken, dass sie sich hier auf das Auftauchen von den Mail Record 1 bezieht. Das sind die Konstruktoren des Record 1 Records sozusagen. Ich denke, dass die Frage von Christa ist, hey, kann ich hier auch andere Funktionen einsetzen? Ist das deine Frage? Die Antwort darauf ist, das funktioniert nicht. Konstruktoren, Record-Konstruktoren sind im Kontext von Match magisch und haben eine ganz besondere Rolle an der Stelle. Was hier an der Stelle passieren würde, ist einfach die Auswertung der Funktion f. Okay, die Auswertung der Funktion f, dafür würde ein entsprechender Wert generiert werden. Was hier an der Stelle produziert werden würde, ist ein Fehler, weil die Identifier a, b, c an der Stelle einfach nicht gebunden sind und die Funktion f nicht ausgeführt werden könnte. Okay? Das hier, das MakeRecord an der Stelle in Match, ist tatsächlich eine magische Klamotte. Hier kann ich tatsächlich auf Record 1 Werte matchen, die drei Felder haben, die ich gerne ABC nennen möchte. Also Konstruktoren sind special im Kontext von Match. Ganz beliebige Funktionen F kann ich anstatt von MakeRecord 1 an der Stelle nicht einsetzen. Okay, Hanna fragt, und zwar ist das eine Frage, die sich auf Reduktion bezieht. Wie würde ich Let und die entsugerte Version mit Lambda reduzieren? Sobald du das Let entsugert hast, und das ist die gute Antwort darauf, wie man ein Let eigentlich reduzieren soll, man ersetzt, und wie jedes andere Konstrukt, wie zum Beispiel AND oder IF auch, bevor die Reduktion stattfindet, ja, wird erst sämtlicher syntaktischer Zucker entfernt. Okay, bei IF wisst ihr, dass das cont ist, bei and wisst ihr, dass das eigentlich so eine Sequenz aus ifs ist, die man dann nachher wieder in cons umwandeln kann. Bei let sagt Folie 14 in Chapter 05, let ist in Wirklichkeit syntaktischer Zucker für eine Funktionsapplikation, für eine ganz spezielle Funktionsapplikation. Ja? Sobald ihr das let auf diese Art und Weise losgeworden seid und euch damit nur noch einer Funktionsapplikation entgegenseht, ist die Frage beantwortet, denn es gibt Reduktionsregeln für Funktionsapplikationen. Die würden dann an der Stelle einfach zum Einsatz kommen. Super Frage. Lisa fragt, wie ist die Klausur aufgebaut? Die Klausur wird 90 Minuten dauern, wie ihr es wahrscheinlich schon irgendwie wisst, wahrscheinlich wie in anderen Fächern auch. Normalerweise haben wir in 90 Minuten Zeit, ungefähr 5 bis 6 Aufgaben zu stellen. Ich weiß jetzt nicht genau, was Lisa meint mit, wie ist die Klausur aufgebaut. Ich hatte das schon mal erwähnt, dass man in so einer Klausur typischerweise Codefragmente zu sehen bekommt, über die wir euch Fragen stellen wie, hey, das ist eine Funktion f, wie lautet deren Signatur? Ja. Oder das ist die Funktion f, eigentlich sollte sie das Folgende berechnen, macht sie aber nicht, findet den Fehler. Oder das ist die Funktion f, an der Stelle ist sie leider unvollständig, ergänzt die Funktion f. Ja, das sind so ganz typische, das sind die ganz typische Aufgaben, die ihr in so einer Klausur irgendwie finden würdet. Ihr würdet in einer Klausur niemals Aufgaben finden, in der ihr substanziell Code auf der grünen Wiese schreiben müsst. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, beim ersten AMA oder vielleicht auch beim zweiten. Was sein kann, ist, dass ihr mal so einen Dreizeiler, Vier- oder Fünfzeiler schreiben müsst. Fünf hört sich in meinen Augen schon irgendwie viel an, könnte aber durchaus sein. Niemals
solche 10 oder 20 Zeiler, wie sie euch begegnen, in den Übungsblättern. Das macht keinen Sinn. Ihr müsst programmieren mit Zettel und Bleistift. Was man an der Stelle irgendwie fehlerlos hinbekommen kann, sind so eine Handvoll Zeilen. Ja, vielleicht sind die Funktionen mal länger, dann lassen wir sie euch nicht auf der grünen Wiese bauen. Dann werdet ihr an entsprechenden Stellen Dinge einfügen. Ja, was ihr wahrscheinlich wenig in so einer Klausurfrage finden würdet, ist: Erkläre den Begriff, was weiß ich, Konstruktor. Erkläre den Begriff parametrisch polymorph oder sowas. Solche Wissensabfragen, die man einfach durch Auswendiglernen irgendwie reproduzieren kann, werdet in den Klausuren, die ich stelle, eigentlich so gut wie überhaupt gar nicht finden. Nagelt mich nicht drauf fest, aber das ist nicht der Aufgabentyp, an dem diese Klausuren irgendwie aufgehangen sind. Wir werden auch keine Multiple-Choice-Klausuren stellen. Ich weiß, dass das irgendwie populär ist, in anderen Durchgängen von Informatik 1 oder 2, nicht mit gruscht. Christa ist wieder mit ihrer Matchfrage. Oh, gut, dass ich nicht gelöscht habe. Sie fragt, aber warum kann ich nicht in der zweiten Zeile, das ist die zweite Zeile, okay, warum kann ich nicht in der zweiten Zeile S make record machen? S, okay, also S ist wahrscheinlich irgendeine Funktion hier an der Stelle, schätze ich mal. Ich denke mal, damit das syntaktisch korrekt ist, müsste ich hier irgendwie wieder so ein S drauf anwenden. Oder ist das, was du meinst? Also, wie ich gesagt habe, die Position des Records hier, des Konstruktors, die Position des Konstruktors hier an dieser bestimmten Stelle, in Match ist magisch. Ja? Hier wird tatsächlich irgendwie der Wert, der hier oben berechnet wurde, der jetzt blau markiert ist, der wird hier an der Stelle analysiert, wird gecheckt, ob das ein Record 1 ist, ja? Ob der drei Komponenten hat, und dann werden die einzelnen Werte 10 an A, 20 an B, 30 an C gebunden, sodass ich mich hier später irgendwie darauf beziehen kann und so weiter. All das ist eine sehr, sehr komplexe Operation, die hinten im Match abläuft. Die macht nur Sinn, wenn sich hier an der Stelle tatsächlich irgendwie Konstruktoren befinden. Anders ist es mit dem Kollegen hier oben. Hier oben kann ein beliebiger Ausdruck E stehen. Okay, da steht ein beliebiger Ausdruck E. Solange der Ausdruck, ja, sollte der Ausdruck einen Record 1 berechnen, wer weiß, was der Ausdruck E berechnet, sollte er einen Record 1 berechnen, dann wird der Match hier an der Stelle erfolgreich sein. Sollte er irgendwas anderes berechnen, dieser Ausdruck E, 42 zum Beispiel, dann wird der Match an der Stelle hier nicht hergestellt werden können. Also hier oben tatsächlich steht ein beliebiger Wert. Hoffentlich ist es ein Record 1, damit unser Match klappt, aber es könnte auch irgendwas anderes sein. An der Stelle hier stehen, ja, Literale, wie wir gesagt haben, und andere Patterns oder Konstruktoren. Die sind magisch an der Stelle. Da kann Christa so lange nachfragen, wie sie will. Meine Antwort wird sich nicht ändern. Moment. Wird uns frühzeitig Bescheid gegeben, ob die Klausur in Präsenz stattfindet, so etwa Ende Januar, sodass ihr euch frühzeitig vorbereiten könnt? Ich würde euch am liebsten definitiv vorher Bescheid geben, aber ihr wisst selber, wie die Lage ist. Ja? Irgendwie, man sagt im Land Baden-Württemberg, es gibt Ferien, dann gibt es irgendwie zwei Tage später eine offizielle bindende Erklärung, dass die Ferien wieder verschoben sind oder aufgelöst sind oder früher sind und so weiter. Ich hoffe, dass wir irgendwie im Januar, Februar irgendwie eine etwas ruhige Lage vor uns haben, aber wenn ich ganz ehrlich bin, das ist die Hauptwintergrippe, weiß der Teufel-Saison, und ich befürchte, dass wir einfach noch mittendrin stecken in der Pandemie. Noch kaum jemand geimpft, wenn überhaupt irgendwie. Es ist so ungeheuer schwer, an der Stelle euch garantiert zu sagen, ja, wir dürfen auf jeden Fall mit 700 Leuten in ein Gebäude einrücken und da an der Stelle natürlich unter Beachtung von irgendwelchen Regeln und so weiter Klausuren schreiben. Ich kann es euch nicht versprechen. Ich kann es euch nicht versprechen, ich kann es nicht. Ja, aber sollten wir in der Lage sein, verbindliche Aussagen zu machen, dann kriegt ihr die sofort wie möglich. Glaubt uns, nicht nur ihr müsst euch auf Klausur vorbereiten, wir müssen es auch. Ja, wir müssen es auch tierisch vorbereiten. Und so früher wir klar sehen, so bald kriegt ihr Bescheid. Das ist kein Geheimnis oder irgendwas, was wir zurückhalten oder irgendwie. Bloß die Option, dass die ganze Geschichte nicht stattfinden kann, ja, die ist noch reell. Ja. Ich höre den Chris schon hacken, also irgendwas kommt noch. Tatsächlich habe ich gelöscht. Hast gelöscht? Er hat gelöscht? Ja. Okay, das ist gut. Weil es beantwortet wurde. Ah, sauber. Ja. Dann ist Feierabend, oder? Doch, eine kam noch gerade. Ja.
Ich habe heute eh nichts zu tun. Ja? Wir können ja meinetwegen machen bis 18 Uhr. Ist kein Thema. Okay. Oh, okay. Tarek fragt eine Frage, die sich auf Aufgabe 2 bezieht. Das ist die Shapes-Aufgabe vom Übungsblatt 5. Okay. Und ich glaube, da gibt es eine Funktion, die hat irgendwie, bitte nagelt mich nicht auf die genauen Identifier fest, aber die hat irgendwie, glaube ich, diese Signatur hier. Shape Area. Und da geht hier vorne eine Shape rein und hinten kommt wahrscheinlich ein Reel raus oder irgendwie sowas. Okay. Und die Frage ist, ja, die Frage ist von Tarek, hey Mensch, das ist ja eine Funktion, die auf beliebigen Shapes funktionieren kann. Ja? Okay, also werde ich wahrscheinlich in der Funktion Match benutzen. Ach komm, wir schreiben die Funktion einfach mal hier. Ja? Shape Area, okay, Lambda S. Da kommt die Shape rein. Was mache ich jetzt? Ich mache ein Match auf S. Muss aufpassen, dass ich nicht die Musterlösung einhacke hier sozusagen. Ja? Okay, so, jetzt hier, da wo der Cursor blinkt, ja, muss ich darauf reagieren können, dass die Shapes, die mir übergeben werden, von verschiedener Art sein können. Es können Rechtecke sein, es können Dreiecke sein und es können Kreise sein, oder? Es können Kreise sein, genau. Also werde ich hier hinter dem Match auf alle diese drei Varianten irgendwie versuchen zu reagieren. Ja, Rechtecke, Dreiecke und Kreise werden durch verschiedene Records dargestellt, die verschiedene Konstruktoren haben. Okay, es wird also einen Make-Kreis-Record geben, der hier die entsprechenden Eigenschaften, die Komponenten von so einem Kreis irgendwie abfragt. Okay, es wird hier einen Make-Rechteck geben. Ja, okay, und lasst mich noch den letzten irgendwie einhacken sozusagen. Ich bekomme mal Geld dafür. So. Make was? Make Dreieck. Okay. So sieht die ganze Kiste doch aus. Ja, so sieht doch die Shape Area Funktion aus. Und Tareks Funktion, Tareks Frage ist ganz genau, hey, ja, klar muss ich mit Match arbeiten, das ist alles easy, aber was kommt hierher? Was kommt hierher? Ja. Was mache ich, wenn ich denn erstmal gematcht habe? Ja, hier an den Stellen, zum Beispiel die ich jetzt grau markiert habe, da kommt Code hin, der sich auf die einzelnen Komponenten von so einem Kreis hier bezieht. Ich glaube, in so einem Kreis gibt es irgendwie eine Radiuskomponente und wahrscheinlich eine Farbe oder sowas. Wie gesagt, bitte lagert mich nicht auf die entsprechenden Details fest. Ja? Radius und Farbe, C wie Farbe. Die Farbe ist mir an der Stelle vollkommen egal. Erstmal gleich ein Don't-Care-Pattern einsetzen. Der Radius wäre mir nicht egal. Hier würde sich ein Ausdruck finden, der den Radius R benutzt, um die Fläche dieses entsprechenden Kreises zu berechnen. Hier gäbe es wahrscheinlich sowas wie Höhe und Breite, Height and Width oder wie sowas. Ja? Und wahrscheinlich noch mehr Stuff, der mir an der Stelle irgendwie egal ist. Okay, hier würde ein Ausdruck stehen, der mit der gegebenen Höhe H und Breite W die entsprechende Fläche des Rechtecks ausrechnet und so weiter. Ja? Ich hoffe, dass das hier niemand aufnimmt und so, weil das so gut wie die Lösung zu der Shape Area Funktion ist. Das ist meine Antwort auf die Frage von Tarek. Mehr kann ich hier an der Stelle leider nicht sagen. Okay. Oh, inzwischen ist mehr geworden. Carina fragt, Aufgabe 3b, Übungsblatt 5, da ging es glaube ich auch. Geht es um das LED und die Ersetzung von LED durch einen anderen, es ging um die Vermeidung von Mehrfachberechnung. Entweder durch LED oder durch einen anderen Trick, den man an der Stelle anwenden kann. Und wir hatten von euch eine Erklärung verlangt, warum das Ganze funktioniert. Und ich glaube, wir wollten an der Stelle irgendwie beides wissen, oder? Wir wollten eine verbale Erklärung haben, erklärt kurz, warum die Ersetzung, die ihr an der Stelle vorschlagt, warum die funktioniert. Ja? Und benutzt dazu auch die Reduktionsregeln. Ja? Am besten die mit der K-Variante. Am besten die mit der K-Variante. Reduktionsregeln, um zu begründen, dass das, was ihr verbal hinschreibt, dass das tatsächlich nicht irgendwie wishful thinking ist, sondern tatsächlich funktioniert. Und darum ist meine Antwort auf Carinas Frage, sollen wir das verbal machen, also nur erklären oder nur reduzieren? Ja und ja. Bitte erklären und reduzieren. Ihr könnt euch versichert sein, dass die Reduktion, die da an der Stelle die Rolle spielt, ein Wenigzeiler ist. Wer sich dabei ertappt, da mehr als 5 Zeilen oder irgendwie sowas hinzuschreiben, der ist auf dem Holzweg. Okay. Lalalala. Muss man bei der 2e des Übungsblattes, wenn ich jetzt wüsste, was 2e ist, aber ich bin ja vorbereitet, hier ist das Übungsblatt, 2e, ist das eine Trollaufgabe? Es gibt kein 2e.
Ach, das ist das falsche Übungsblatt. Okay, ah, nice try. Okay, so, ich habe alles hier. 2E. 2E ist Draw Scale. La, la, la. Okay, dass die... Okay, also, jemand fragt, hey, bei Draw Scale ist es kompliziert oder das Ganze wird irgendwie komplizierter, wenn ich auch darauf reagieren muss, dass hier diese Weights, die berechnet werden, diese Weights W1 und W2, dass die jeweils 0 sind. Ja, dann gibt es hier Teilen durch 0 und Teilen und so weiter, dann wird es kompliziert. Das wären Shapes, die ja irgendwie quasi eigentlich nicht existent sind. Ja? Jede Shape, die auch nur irgendwie einen Pixel in der im Radius hat oder in Breite und der Höhe sozusagen, wird ein Gewicht haben, das irgendwie nicht null ist, sondern irgendwie positiv ist. Und davon dürft ihr an der Stelle ausgehen. Bitte, bitte, ich bekomme diese Fragen so oft. Müssen wir irgendwie davon ausgehen, dass die Anzahl der Tage negativ ist, dass eine Person negatives Alter hat, irgendwie das sind so, wenn wir von euch eine ganz bestimmte, ja, eine ganz bestimmte spezifische, superkritische, akribische Fehlerhandlung von euch verlangen, dann weisen wir darauf hier an der Stelle in diesen Blättern darauf hin. Wenn es tatsächlich darum geht, hey, setzt ein, wie auf dem nächsten Übungsblatt, glaube ich, ja, das ist ein kleines... das verrate ich hiermit. Mensch, setzt Check Error ein, ja, um bestimmte Fälle abzufangen. Dann sagen wir das an der Stelle explizit, ja, und dann bitte an der Stelle auch machen. Ansonsten sozusagen zieht euch an der Stelle mit der Behandlung von total bogus Error Conditions nicht runter und macht damit euren Code irgendwie unleserlich oder sowas. Ja, okay. Also die Antwort darauf ist nein, ihr müsst nicht auf Gewichte 0 eingehen an der entsprechenden Stelle. Lalalala. Haben Sie Tipps zur Klammersetzung? Oft passiert es mir, dass ich irgendwie einen Fehler vermute, irgendwie einen schweren Fehler und nachher sind es nur irgendwelche fehlenden Klammern und so weiter. Das ist einfach, einen guten Tipp habe ich an der Stelle nicht. Ihr seht und ihr wisst, das haben wir auch öfter schon während des im Forum angesprochen und ich glaube, das sind irgendwie die ersten Posting, die im Forum waren. Mensch, wie schaltet man denn in Racket diese automatische Klammerung und sowas ein? Und ihr seht, dass das hier entsprechend passiert. Normalerweise verlasse ich mich auf diese automatisch eingefügten Klammern und nur manchmal, wenn es mich nervt, entferne ich sie und füge sie nachher wieder hinzu. Ich hab keinen guten Tipp, so nach dem Motto, so werden Klammerfehler auf jeden Fall immer vergessen oder vermieden. Ich weiß, dass Klammerfehler einen teilweise irgendwie auf die Füße fallen können und einen aufhalten können und so weiter. Ich habe kein besonders cooles Rezept an der Stelle, wie das irgendwie zu reparieren ist und so weiter. Das ist meine Antwort darauf. Ich kann euch nur raten, die automatische Klammerung einzuschalten. Und ihr seht ja die entsprechenden Färbungen, die hier benutzt werden. Mir hilft es an der Stelle. Ich denke, euch wird es an der Stelle auch helfen. Ich weiß, dass das keine hundertprozentige Sicherheit an der Stelle gibt. Tut mir leid. Ich habe keinen super geilen Klammertipp, der immer zu korrekter Klammerung führt. Sorry. Okay, Alexander fragt, kann man eigentlich auch Konstruktoren neu implementieren? Ja? Also, wenn wir hier von Make-Kreis reden, ja? Ich ziehe das mal raus hier, wenn wir hier von Make-Kreis reden, von so einem Konstruktor, ja, ich setze hier mal einen entsprechenden Radius ein und eine entsprechende Farbe, okay, dann ist das der Konstruktor, der durch Define Record Procedures Kreis uns geschenkt wurde, okay? Solange wir nur die Signaturen, hier zum Beispiel irgendwie eine Zahl und hier hinten einen String oder eine Color ist es eigentlich, an der Stelle bei den Argumenten in den Komponenten die Signaturen der Komponenten nicht verletzen, sagt dieser Record-Konstruktor top. Ja? Was Alexander fragt ist, er würde gerne intelligente Konstruktoren haben, die zum Beispiel verhindern, dass hier an der Stelle eine Null eingetragen wird, die mir irgendwie als Fehlerbedingung oder irgendwie sowas angezeigt werden kann oder sowas, ja, ich weiß nicht, oder vielleicht könnte man irgendwie sich sowas irgendwie denken, wenn ich hinten keine besondere Farbe angebe, wie zum Beispiel den leeren String oder was, dann wird da eine Default-Farbe wie Rot oder irgendwie sowas eingesetzt. Er möchte gerne einen Konstruktor haben, der noch irgendwie bestimmtes Verhalten zeigt, intelligentes Verhalten zeigt, wenn die Argumente auf bestimmte Art und Weise gesetzt sind. Und die Frage hat zwei Antworten. Natürlich kann man so eine,
so einen Konstruktor generieren. Der heißt hier zum Beispiel so Make Intelligent Kreis. Und der kann natürlich einen Radius und eine Farbe bekommen. Und der kann hier mit dem Radius und der Farbe allerlei coole Sachen anstellen, Tests ausführen, Default-Farben setzen und so weiter, solange er nur am Ende tatsächlich den originalen Make-Kreis-Konstruktor aufruft. Diese Funktion ist die einzige, die tatsächlich Kreis-Records konstruieren kann. Okay, also euer intelligenter Konstruktor, der mit dem R und C hier an der Stelle noch allerlei coole Sachen macht, ja, der muss sich am Ende auf den Originalkonstruktor aus eurer Define Record Procedures beziehen. Kann ich jetzt hier oben in meinem Match mit meinem intelligenten Konstruktor daherkommen? Nope. Die Antwort ist nein, denn das ist ein ganz normaler Funktionsaufruf hier an der Stelle, dass nachher ein Kreis konstruiert wird, so ist schön und gut. Das hier ist aber eine ganz normale Funktion, die ihr als intelligenten Konstruktor einsetzt. Ansonsten ist das wie jede andere Funktion F auch. An der Stelle, habe ich schon gesagt, müssen Rekordkonstruktoren stehen, und zwar die, die von Defined Record Procedures generiert wurden. Die sind an der Stelle magisch. Make Intelligent Kreis ist nicht magisch, sondern ist Alexanders Spezialfunktion und würde an der Stelle nicht funktionieren. Ilmar fragt, sind die Selektoren eines Records mit Hilfe der Projektion implementiert? Rückfrage, was meinst du genau mit Projektion? Weitere, Hanna fragt, lass mich erstmal lesen. Ist es bei der Aufgabe 2 schlimm, wenn man eine Draw-Scale-Funktion schreibt und die Rotation in eine weitere Draw-Scale-Rotate-Function einbaut, ohne Wunschdenken? Sagen wir mal so, ja, ihr könnt Hilfsfunktionen bauen, bis der Arzt kommt, so viel ihr wollt. Was ihr nicht machen könnt, ist zu sagen, hey, das Übungsblatt sagt, ich soll hier eine Draw-Scale-Funktion mit einer bestimmten Signatur bauen. Weißt du was? Baue ich einfach nicht. Ich brauche Draw-Scale-Super-Variante mit einer anderen Signatur, die mir irgendwie an der Stelle besser passt. Die Antwort darauf ist, no, das ist nicht das Übungsblatt an der Stelle von euch verlangt hat. Wenn ihr da draußen hingeht und irgendwie Funktionen baut, oder wenn man euch sagt, hey, bau doch bitte Funktionen, die dem folgenden API, dem folgenden Programmierinterface irgendwie genügen. Die Funktionen sollen F, G, H heißen und haben die folgenden Parameter. Dann könnt ihr dich mit X, Y, Z anrücken, mit anderen Signaturen, die auch coole Sachen machen, ja, die aber niemand erwartet hat. Alle erwarten von euch F, G, H. Wir erwarten von euch Draw Scale, okay? Und ich kann dir sagen, Hanna, wenn du es hinbekommen hast, ja, Draw Scale minus Rotate zu implementieren, dann kriegst du es hundertprozentig hin, das entsprechend auch, ja, so einzubetten oder so zu verbinden, dass Draw Scale die Funktion ist, die tatsächlich die Waage zeichnet. Ja, bitte mach nicht den entsprechenden mutigen Schritt und biete uns andere Funktionen, wie zum Beispiel Draw Scale Rotate an. Das wird hundertprozentig entsprechenden Abzug geben von den Tutoren. Okay, also selbst wenn ihr denkt, der Großsatz natürlich immer alle, die entsprechenden Identifier und das API in der Übungsaufgabe Foo auf dem Übungsblatt Bar, die ist ja wohl total doof. Ich benenne das um, ich baue eine andere Signatur ein und so weiter. Dann ist das cool, eignet sich aber nicht als Abgabe für unsere Übungsblätter. Die entsprechenden Identifier, die Signaturen von Funktionen stehen wie in Stein gemeißelt. Sorry. Nicole fragt, können Sie schon sagen, in welcher Woche die Medizintechniker aus der Vorlesung aussteigen? Können, dürfen oder müssen? Nicole sagt können. Ich sage, weil sich normalerweise ist der Ausstieg jetzt dann nächste Woche sozusagen. Kurz vor Weihnachten war der normale Ausstieg. Kriegen wir nicht hin, weil sich das ganze Semester nach hinten verschoben hat. Alles hat sich ungefähr um 3 Wochen nach hinten verschoben. Wenn ihr den entsprechenden Semesterbeginn, der ja irgendwie, was weiß ich, wann geht's wieder los, offiziell am 10. Januar oder irgendwie sowas, wenn ihr da 3 Wochen drauf rechnet, dann sind wir Ende Januar und dann, wenn, ich schätze mal, wenn das Chapter 9 gelaufen ist, wenn das Chapter 9 gelaufen ist in der Vorlesung, dann sind die Medizintechniker raus und meine Vorhersage ist, dass das in der letzten Januarwoche irgendwie der Fall sein wird.
Vielleicht sogar ein bisschen vorher. Ich glaube nicht, dass es sich in den Februar reinzieht, sozusagen. Ich kann es einfach nicht aufs Datum genau sagen. Also ich glaube, nach Chapter 9 haben wir immer die Medizintechniker rausgelassen. Die Videos für Chapter 7 sind schon gepostet. Ihr seht also, wir nähern uns dem Punkt schon mit ziemlich großen Schritten. Ich werde in den kommenden Tagen die Videos für Chapter 8 aufnehmen. Wir nähern uns dem Punkt also sozusagen. Hast es bald geschafft, Nicole? Nein, ist okay. Ihr könnt natürlich weiter gerne mitmachen. Ja, ist gar kein Problem. Ihr könnt auch weiter Übungsaufgaben abgeben, wenn ihr Medizintechniker seid. Das ist kein Thema. Ja, aber ihr wisst, dass es die Spezialregelung gibt. Nicht für Medizininformatiker, für Medizintechniker, dass ihr eine kleinere Variante der Klausur schreibt. Dass ihr entsprechend natürlich auch im letzten Drittel der Vorlesung, in den letzten 5 Wochen oder was von dem Material irgendwie verschont bleibt und so weiter. Das ist auch dieses Mal so. Es verschiebt sich bloß alles leider ein bisschen nach hinten. Sind die Selektoren eines Rekords mit Hilfe der Projektion, also die polymorphe Funktion, aus der Vorlesung zu Chapter 6 irgendwie implementiert? Fragt Ilmar. Jetzt habe ich die Frage verstanden. Nein, sind sie nicht. Ein vollkommen anderer Mechanismus intern. Vollkommen anders. Wer schon mal eine Funktion gebaut hat, die Match benutzt und diese Funktion in einen Stepper geworfen hat, der wird ein Gefühl dafür bekommen, was für eine mächtige Funktionalität hinter Match und damit eigentlich auch implizit hinter diesen Konstruktoren und hinter dem ganzen Selektor- und Record-Business steckt. Die Maschinerie dahinter ist super kompliziert. Ja? Und ich finde es eigentlich sehr schade, dass der Stepper an der Stelle, wenn wir Match einsetzen, einen Blick auf diese komplizierte Maschinerie gibt. Ich habe die Kollegen, die an Dr. Racket schrauben, schon öfter gebeten, baut doch bitte den Stepper so um, dass der die ganzen dreckigen Internas von Komponenten und von Records und so weiter an der Stelle irgendwie nicht nach außen kehrt und die Leute total vor die Wand fallen lässt. Aber es ist an der Stelle bisher noch nicht geschehen. Wer mir da an der Stelle helfen will, der schreibt einfach eine E-Mail an Mike Sperber, den Autor des Buches Dein Programm, das ich schon erwähnt habe, ich glaube im allerersten AMA. Seid bitte nett, schreibt, hey Mike, es wäre super, wenn du Match so umbauen würdest, dass der syntaktische Zucker, der dahinter steckt, beim Stepping nicht angezeigt wird, sozusagen. Der wird sich wundern, wenn er auf einmal eine Menge E-Mail bekommt. Das wäre echt cool. Oh Gott, was habe ich getan? Bitte freundliche E-Mails schreiben. Ja, bitte freundliche E-Mails schreiben. Ihr dürft schreiben, Grust hat mich geschickt, aber bitte seid freundlich. Danke. Oh Gott, das bereue ich. Aha. Jetzt muss ich ihm ein Bier ausgeben, dann wette ich. Okay. Kann man für Make-Kreis, fragt Carina, eine Signatur so definieren, dass der Radius niemals 0 ist? Aber sicher kann man das. Ja. Ja, wenn hier... Moment. Wenn hier... das ganze Record-Business für meinen Kreis irgendwie zu sehen wäre hier an der Stelle, dann würde natürlich hier auch die entsprechenden Make-Kreis und die Selektoren für die Komponenten von Kreis zu sehen sein. Und was ihr hier oben finden würdet, das wären die Signaturen. Die Signaturen, die ihr den Selektoren, Konstruktoren und auch dem Prädikat geben muss. Hatte ich ganz am Anfang des AMAs schon erwähnt. Und natürlich würde sich hier auch die Signatur von Make-Kreis finden. Okay. Und die Frage von Carina sagt, glaube ich, mein Kreis hat 2 Komponenten. Ja, mein Kreis hat 2 Komponenten. Hier stand, glaube ich, irgendwie so eine Image-Color oder irgendwie sowas. Ja, egal. Ja. Und hier vorne stand, ich schätze mal, der Radius des Kreises oder sowas. Okay. Ich würde gerne verhindern, dass mir jemand Kreise baut, die unsinnige Radien haben. Zum Beispiel möchte ich nur positive Radien zulassen. Dann ist real an der Stelle eine Signatur, die zu lax ist. Ja. Und die Frage an der Stelle ist, könnte da auch eine Signatur stehen, die positive real heißt? Und das wäre natürlich eine, die ich mir definieren muss, zum Beispiel mit dem coolen Predicate-Mechanismus, den wir eingeführt haben, schon in Chapter 5. Ja? Und die Antwort darauf ist, ja, das kann man machen. Ja? Ja? Ihr könnt
an der Stelle den Konstruktor oder die Argumente des Konstruktors, das sind die Komponenten des Records, gegen beliebige Signaturen testen. Zum Beispiel auch eine, die euch hier an der Stelle sagt, Mensch, ey, lass mal bitte keine negativen oder meinetwegen auch null Reels zu. Kann man durchaus an der Stelle machen. Also was hier stehen kann, sind beliebige Signaturen, die ihr definiert, nicht nur die eingebauten Signaturen, wie zum Beispiel Real oder Integer oder String oder sowas. Okay, Hua fragt, könnte ein Thread, also ein Forums-Thread, schätze ich mal, mit einer Sammlung von speziellen Zeichen gepostet werden? Also die, die mit Add gebaut werden zum Beispiel. Exponenten, Reduktionsklammern und so weiter. Das können wir machen. Ja? Das ist so eine Art Cut-and-Paste-Posting, aus dem man all die coolen Symbole, die wir hier so in dem Semester angesammelt haben, indem wir die zum Cut-and-Paste bereitstellen. Klar, können wir machen. Müsste ich mir bloß notieren hier, weil ich das nämlich vergesse zu sagen. Also Posting mit Symbolen. Ich weiß, dass diese Symbole manche, ich habe extra Programme dafür, die mir irgendwie erlauben, in diesen Symbolen hier irgendwie zu browsen und so. Muss nicht jeder unbedingt haben, aber wir können so ein Posting irgendwie ansetzen. Können wir machen. Oh, ich habe noch eine Ansage. Jetzt, wo ich gerade ist das Sendepause? Ja. Eine Ansage, die mir ungeheuer wichtig ist, aber die ist mir so wichtig, dass ich euch damit sowieso noch nerven werde. Zu Beginn des neuen Jahres, ich glaube irgendwie, es geht schon am 11. Januar oder sowas los, ja, findet die sogenannte Lehrevaluation statt. Ja? Also eine Umfrage, die unsere Studiendekanin an euch startet. Hey, bitte gebt Feedback zu den Vorlesungen, die ihr gerade aktiv besucht und gebt uns Rückmeldung dazu, wie läuft der Vorlesungsbetrieb, was weiß ich, wie läuft der Übungsbetrieb, wie läuft die ganze Organisation in der Vorlesung, was sind die Inhalte in Ordnung, benimmt sich der Gerüst ordentlich und so weiter. Das sind alles Fragen, die ihr an der Stelle irgendwie gestellt bekommt und ich würde euch bitten, bitte die entsprechenden Bogen, das ist so ein webbasiertes Formular, entsprechend auch auszufüllen und entsprechend Rückmeldungen zu geben, wie diese Vorlesung in euren Augen läuft sozusagen. Ihr wisst, dass wir versuchen, uns hier irgendwie krumm zu biegen, um das in irgendeiner Weise hinzukriegen, diesem Pandemiesemester, dass dabei einiges gut läuft, okay, dass dabei einiges nicht so gut läuft, ist auch in Ordnung. Zu beiden Dingen, hey, was läuft gut, hey, was müsst ihr auf jeden Fall verbessern und so weiter, hätten wir gerne Feedback von euch. Ich wäre euch super dankbar, wenn ihr tatsächlich diesen Evaluationsbogen ausfüllt. Das ist Gold wert für uns. Ich bin der Erste, der sich die Dinger greift und von vorne bis hinten in jedem Bit durchlässt. Und wir können ein AMA Nummer 5, schätze ich mal, oder was, im nächsten Jahr irgendwie darauf investieren oder einen Teil davon, ein bisschen zu dem Feedback, was da von euch kommt, irgendwie zu analysieren und zu besprechen. Das kommt leider relativ spät in diesem Semester, gibt also wenig Chance, tatsächlich irgendwie im Semester noch cool darauf zu reagieren. Aber trotzdem, ich bitte euch, lasst uns wissen, in welche Richtung wir marschieren, ob das mit der Informatik 1 so in Ordnung geht. Ja, das ist ungeheuer wichtiges Feedback. Ja, diesen Spruch, den habe ich jetzt einmal aufgesagt, ihr werdet ihn von mir noch in Forums-Posting und dem Discord noch 7 Mal zu hören bekommen, weil es mir einfach so ungeheuer wichtig ist. Ich danke euch jetzt schon für die paar Minuten, die ihr investieren müsst, um diese Bogen auszufüllen. Ich weiß, die Informatik 1 ist nicht die einzige Vorlesung, ihr werdet das für ETI und Mathe 1 und Einführung in die Medizininformatik und so auch machen sollen. Ich weiß, es nervt dann irgendwann, aber ich hoffe, dass sich viele von euch an der Stelle irgendwie die paar Minuten nehmen können. Das wäre echt super wichtig. Schon mal jetzt herzlichen Dank dafür. Also, Alina fragt, wenn eine Lambda-Funktion reduziert werden soll, wird zuerst der Parameter der Funktion eingefüllt und dann wird dieser Parameter eventuell öfter ausgewertet. Die Antwort darauf ist nein. Und wenn du die entsprechende Folien in Chapter 3 anschaust, die Reduktionsregeln in der neuen Variante, kannst du aufgrund der coolen K-Exponenten, die wir jetzt dran gesetzt haben, genau den Zeitpunkt ausmachen, aber genau den Zeitpunkt, wo die Auswertung der Argumente stattfindet und du wirst sehen, es findet keine doppelte Auswertung statt. Coole Frage. Shams fragt, machen Sie im nächsten Semester auch das Modul Informatik 2? Yes.
Das ist eine große Ausnahme. Normalerweise wird immer so gewechselt. Ja. Einer macht Informatik 1, einer macht Informatik 2, hin, zurück, hin, zurück. Diesmal ist es eine Ausnahme. Ich mache beides hintereinander. Ist ein Versprechen, das ich gegeben habe, um einer anderen Kollegin, die wirklich eine Menge Stuff am Hals hat, zu entlasten an der Stelle. Und ja, genau. Darum diesmal eine volle Breitseite gruscht in Informatik 1 und Informatik 2. Emma fragt, könnte Professor Grust nochmal genau auf die Reduktion bei Aufgabe 3b eingehen? Nein, mache ich an der Stelle nicht. Das ist etwas, was hier vollkommen irgendwie vollkommen fehl am Platz ist. Wenn es wirklich genau um Details geht sozusagen, ja, stellt bitte eine entsprechende Frage im Forum. Da können es deutlich mehr Leute sehen. Wir sind zurzeit irgendwie, ich weiß nicht, wir sind irgendwie 60, oder vielleicht waren wir 70 Leute hier. Das ist super. Im Forum sieht so gut wie jeder. Emma, ich möchte dich bitten, eine entsprechende Frage dort zu formulieren und dann kann ich das da beantworten. Das führt dir einfach zu weit. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier mit meinem Geschmiere in dem Editor die entsprechende coole, richtige Antwort machen kann. Wenn ich das in einem Forum machen kann, ist das viel adäquater. Sorry dafür. Eduard fragt, wie machen Sie das eigentlich mit den Symbolen, die mit Add geschrieben werden? Ja, das ist ein anderes Tool, das ich mir, ich habe gerade das da, das gesehen, das Tool hier, ja, okay, ich habe noch andere Tools, die mir erlauben, bestimmte Dinge irgendwie einzugeben, wo ist das andere hier, da ist es, das heißt Typeinator, ich kann das leider an der Stelle im Interface nicht so groß machen, dass ihr es alle cool lesen könnt, aber ihr seht hier zum Beispiel die ganzen Symbole, die ich mir so definiert habe, die fangen alle mit so einem Add-Symbol an, also hier gibt es zum Beispiel einen so einen komischen Pfeil, sehe ich hier gerade, mal gucken, wenn ich den hier eingebe, dann müsste der eigentlich, der geht so in beide Richtungen, ah, da ist der Pfeil und so weiter, ich habe mir also ein Programm installiert, das mir bestimmte Zeichenkombinationen, wie zum Beispiel die hier, umwandelt in Dinge, die ich einfach immer öfter mal einhacken muss. Wie zum Beispiel Define Record Procedures, Parametric. Also, dass die Antwort darauf ist, das ist keine Record-Funktionalität, sondern das ist etwas, was ich mir als Tool installiert habe, um mich vor RSI zu schützen. So, Kollegen, jetzt ist tatsächlich durch hier. Bei dir Sendepause, Chris? Es gibt noch eine Off-Topic-Frage. Aber eine Off-Topic-Frage. Ja. Also, okay. Komm, der allerletzte. Der allerletzte. Okay. Allerletzte. Der allerletzte. Alles andere muss ins Forum gehen oder in... Mhm. Was denken Sie, wie wird die Star-Wars-Serie Obi-Wan Kenobi? Ich bin mega gehypt. Ja, ich bin irgendwann jetzt in den letzten Tagen morgens wach geworden und ich könnte die Anzahl der Dinge, die von Disney irgendwie gepusht wurde, die uns irgendwann auf Disney Plus oder treffen, ich konnte die gar nicht verarbeiten. Ja, Ahsoka und Obi-Wan und Rogue Squadron, das wird sogar ein Kinofilm werden und Acolyte und Visions und was weiß ich, wie die ganzen Dinge halt. Ich kann sie überhaupt gar nicht alle aufsehen, ich bin mega gehypt. Ich bin großer Ewan McGregor-Fan, das wird super, super heiß. Ich bin... ja, mehr Input jederzeit. Diesen Freitag kommt die letzte Folge The Mandalorian. Ihr werdet einen traurigen Professor Grust sehen, wenn das Ding irgendwie eingetütet wird bis nächsten Winter und so weiter. Also alles, was aus der Ecke kommt und dann auch noch mit Realcharakteren dargestellt wird, macht mich, hypt mich mega. Sehr schön. Let's end on this high note. Okay, dann... machen wir hier einen Deckel drauf an der Stelle, weil ich euch jetzt so ein bisschen quasi live am Rohr habe, wünsche ich euch hier an der Stelle schon mal frohe Weihnachten. Alles andere muss irgendwie im Discord oder im Forum sein, das ist nicht ganz so persönlich. Also ihr seht, hier ist definitiv Weihnachten, auch in meinem Büro hier. Ja, oh, das ja doch, man kann ihn sehen, trotz Greenscreen und so weiter. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, haut rein. Lasst euch von dem Übungsblatt 7 nicht die Laune verderben, es ist echt kurz. Ihr habt über 3 Wochen Zeit, das Ding zu bearbeiten. Danke, dass ihr bisher dabei gewesen seid. Und wir sehen uns entweder im Discord oder im Forum oder ansonsten irgendwie in irgendeiner Form im nächsten Jahr. Ansonsten machen wir einen Deckel drauf. Ich danke euch. Haut rein. Tschö.